In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch des Bielstein B4 Luftfedermoduls an der Vorderachse der Mercedes-Benz S-Klasse W222. Bitte halten Sie sich strikt an die im Film gezeigten Anweisungen. Luftfedermodule sollten stets paarweise getauscht werden. Beachten Sie unbedingt die Herstellervorgaben, wie etwa zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedermodule ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Bei Luftfedermodulen handelt es sich um Links-Rechts-Teile. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit vor der Montage. Nehmen Sie das Luftfedermodul aus der Verpackung und kontrollieren Sie es vor der Montage. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung und überprüfen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Messen Sie die Länge des Bielstein-Luftfedermoduls und vergleichen Sie diese mit der angegebenen Mindestlänge in der Montageanleitung. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung! Dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Kontrollieren Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Achten Sie hierbei besonders auf die Fahrwerklagerungen. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Entlüften Sie das Luftfedermodul vollständig mit Hilfe des Diagnosegeräts. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten am Luftfedermodul stets den Zündschlüssel ab. Demontieren Sie die Räder. Trennen Sie die elektronischen Leitungen an den Steckverbindungen am Luftfedermodul und lösen Sie diese aus der Halterung heraus. Überprüfen Sie die Leitungen und Steckverbindungen auf eventuelle Schäden. Entfernen Sie die Halter der elektronischen Leitungen und des Bremsschlauchs. Demontieren Sie die Koppelstange des Stabilisators am Achsschenkel. Lösen und entfernen Sie die untere Befestigungsschraube des Luftfedermoduls am Querlenker. Demontieren Sie die Mutter der Befestigungsschraube des oberen Querlenkers am Achsschenkel. Schwenken Sie den Achsschenkel nach außen und achten Sie hierbei darauf, dass weder der Bremsschlauch noch die elektrischen Zuleitungen beschädigt werden. Heben Sie das Luftfedermodul anschließend über den unteren Querlenker nach hinten heraus. Sichern Sie den Achsschenkel am oberen Querlenker. Entfernen Sie die Verkleidungen im Motorraum. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Reinigen Sie den Druckleitungsanschluss oben am Luftfedermodul. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck vollständig abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend den Druckleitungsanschluss vollständig und verschließen Sie diesen. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Sichern Sie das Luftfedermodul fachgerecht gegen Herausfallen und lösen Sie erst dann die obere Befestigung. Das Luftfedermodul kann nun entnommen werden. Der Einbau des neuen Luftfedermoduls erfolgt analog zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge. Entfernen Sie den Sicherheitsaufkleber erst unmittelbar vor der Montage. Setzen Sie das neue Luftfedermodul ein und verschrauben Sie es an den oberen Befestigungspunkten. Beachten Sie unbedingt die Herstellervorgaben, wie etwa zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Schwenken Sie den Achsschenkel nach außen und heben Sie das Luftfedermodul auf den unteren Querlenker. Sichern Sie anschließend den Achsschenkel am oberen Querlenker. Lösen Sie die Verschlussschraube am Druckleitungsanschluss des Luftfedermoduls und entfernen Sie diese vorsichtig. Entnehmen Sie den mittig eingesteckten Halter des Schneidrings.
erneuern Sie die Verschlussschraube und den Schneidring auf der Druckleitung des Fahrzeugs. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Schneidrings. Montieren Sie die Druckleitung am Luftfedermodul. Beachten Sie bei der Montage unbedingt das vom Hersteller vorgegebene Drehmoment. Montieren Sie die untere Befestigungsschraube des Luftfedermoduls am Querlenker. Montieren Sie die Koppelstange des Stabilisators am Achsschenkel. Verschrauben Sie den oberen Querlenker mit dem Achsschenkel. Montieren Sie den Halter der elektronischen Leitungen und des Bremsschlauchs. Nutzen Sie dafür den im Lieferumfang enthaltenen Kabelbinder. Verbinden Sie die Steckverbindungen der elektronischen Leitungen am Luftfedermodul und fixieren Sie diese am zugehörigen Halter. Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebeeinrichtung ab. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Befüllen Sie das Luftfedermodul mit dem Diagnosegerät nach den Herstellervorgaben. Überprüfen Sie den Druckleitungsanschluss auf Dichtheit. Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebeeinrichtung ab und starten Sie den Motor. Lassen Sie den Motor mindestens 2 Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß bzw. auf den Serienhöhenstand ab. Aktivieren Sie den Hebemodus des Fahrzeugs. Warten Sie, bis sich das Fahrzeug selbstständig von der Hebeeinrichtung anhebt. Erst danach ist ein vollständiges Ablassen der Hebeeinrichtung zulässig. Montieren Sie die Verkleidung im Motorraum. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Bilstein. Drive the Legend.